Naja, als ich ins Stadion rauskam, da standen die Kinder da, die mit uns eingelaufen sind. Und da habe ich meine Enkeltochter gesehen. Genau das gleiche Kind, weil ich meine Enkeltochter da stehen sehen. Und das hat mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Wenn man sich vorstellt, was für Mühen und was für Gefahren diese Menschen auf sich nehmen mussten, um überhaupt lebend hier anzukommen. Und wenn ich dann die Kinder sehe, die das alles schon mitgemacht haben, mit leuchtenden Augen zwar, aber ich möchte nicht wissen, was für Traumata sie schon erlitten haben. Und wenn ich solche Kinder sehe und dann mir vorstelle, dass es hier Menschen in Deutschland gibt, die rechtsextremes Gedankengut vertreten, die Asylunterkünfte anzünden, die mit welchen kranken Gedanken auch immer solche Menschen ablehnen, weil sie keine Ahnung, was sie glauben, was ihnen weggenommen wird, das ist für mich desaströs. Und diesem müssen wir richtig was entgegensetzen. Und das kann man nur, indem die Mehrheit der Menschen diese Menschen willkommen heißt. Andererseits bedeutet das aber auch, dass wir rigoros gegen Rechtsextremismus vorgehen müssen, was hier in diesem Lande für mich nicht passiert. Die Politiker begreifen es nicht, dass das die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist. Es ist wichtiger, dass der Alltag der Flüchtlinge, der Alltag dieser Kinder irgendwann mal möbliert wird und gestaltet wird, dass es eben nicht nur heute mal gut geht, mit leuchtenden Augen im Stadion zu stehen, sondern dass sie sich hier willkommen fühlen und dass Städte und Gemeinden und Mitmenschen etwas dafür tun, dass sie diese Dinge überwinden und dass sie hier heimisch werden und zu Hause werden. Und dazu gehört allerdings auch, leider Gottes, nicht nur die Betreuung dieser Menschen und die Hilfe für diese Menschen, sondern leider Gottes auch, dass wir sie vor den Angriffen dieser für mich, das sind das Geisteskranke, anders kann ich sie nicht bezeichnen. Die haben hier in unserem Gemeinwesen nichts verloren und da fehlt mir jegliches Verständnis für und dafür habe ich auch keine Toleranz.